Ah, dann Stream angenommen. Na komm. Die Zeit läuft schon. Ah, okay. Der Text ist da, alles klar, hat's geklappt. Ja, willkommen bei einer neuen Runde Spazieren gegen die Neurosen. Heute mit der Sonder-Special-Folge, denn wir haben 1 Million Schritte gepackt. Seit dem 8. März. 1 nicht unerhebliche Leistung. Worüber ich sehr, sehr glücklich bin. 1 fucking Million Schritte. Ich will mal kurz überlegen. Wir haben Juli. Juli, Juni, Mai, April. Ja, beziehungsweise ein bisschen andersrum. März, April, Mai, Juni, Juli. Also 5 Monate, nee. 4 Monate knapp. Laufen. 4 Monate hart am Ball bleiben. 4 Monate Bewegung, Bewegung, Bewegung. Muss man sich mal geben. 4 Monate lang bin ich jetzt schon hier hart am Ackern. Dass es mir wieder besser geht. Ja, eigentlich schon vorher, aber sagen wir, das zählt man nicht. Ich habe ja erst Februar angefangen zu laufen und das ist ja noch nicht mal richtig. Ah, grüß dich, Gaggi. The Walking Tom. Meine Fresse. Also 4 Monate für 1 Million Schritte habe ich jetzt gebraucht. Für einen Normalsterblichen, beziehungsweise jemanden, der hart arbeitet, kommt das nicht mal ansatzweise ran. Zugegebenermaßen. Aber für meine Gewichtskategorie, es ist eine beachtliche Leistung. Oh, hallo Anna! Vorsicht, vor dir ein wildes Pokémon, schnapp es dir. Hey, Thorsten! Das heißt, in den 4 Monaten bin ich durchschnittlich 250.000 Schritte gelaufen. Ach, wie viel sind das in Kilometer? 170? Nee. So 180 um den Dreh. Das Bild ist grün. Welches Bild ist grün?
dein Stream. Das heißt, der ist grün. Oder meinst du, weil man hier so viel grün sieht? Ja, ich hatte das irgendwann vorgestern. Hab den Bild. Okay. Ah, ich kann es mir nicht angucken, Thorsten, während des Streams. Ich kann das. Wenn ich jetzt hier aus dem Stream raus bin, dann ist das Stream auch vorbei. Deswegen kann ich es mir leider nicht angucken. Liegt an dir, bei mir ist alles okay, was Bild und Ton angeht. Ah, dann hätten Gaggi und Anna schon was gesagt. Start mal bei dir den Stream neu, eventuell ist da irgendwas. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Irgendwann vorgestern oder vorvorgestern muss es passiert sein, dass ich ganz versehentlich die 1 Million überschritten habe. Eigentlich wollte ich deswegen ein größeres Event machen und dachte mir, gut, okay, das behältst du mal im Auge. Aber irgendwie ist es mir im Laufe der Zeit abhanden gekommen. Und dann habe ich mal nachgerechnet, wie viel ich denn jetzt mittlerweile bin, weil ich diesen 1 Million Schrittstream machen wollte. Und dann gucke ich und denke mir so, hä? Okay, 1.005.000 Schritte. Das kann nicht sein. Nochmal neu gerechnet. Scheiße, ich bin vollkommen versehentlich drüber gerutscht. Ja. Und somit ist der 1 Million Schritte-Stream leider ein bisschen abgesoffen, beziehungsweise in abgespeckter Form jetzt. Gott, ist das warm, ey. Momentan sind bei uns 26, 27 Grad. Ich hätte fast gesagt nur. Sag ich dir doch, doch herkommen und im Wald spazieren. Nee, nee. Größere Wanderung mache ich erst wieder, wenn der Sommer so ein bisschen rum ist. Dann geht das wieder in Ordnung. Aktuell ist mir das zu kritisch. Bin mal im Lurk, alles klar, Gaggi. Also ich habe heute Glück, so 3 legendäre Raids, alle 3 bekommen, geil. Ja, mein Problem ist, Entschuldigung, wegen gestern, Anna, ich habe nicht mitbekommen, dass du mir geschrieben hast. Ich war so neben der Spur gewesen. Abgesehen davon habe ich momentan sowieso das Problem, dass ich keine Heiltränke mehr habe. Ich habe hier vor Ort ziemlich viele Arenen angegriffen in den letzten Wochen und habe meinen kompletten Vorrat aufgeraucht. 2 Diagan und 1 Lavados. Ah, verdammt. Ach, alles gut, na dann. Ich meine, gekriegt hast du es ja immerhin. Auch wenn ich leider nicht mithelfen konnte. So, weg damit.
Ach ja. Kein Stress, hab dafür heute 3 bekommen, von daher. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen mehr auf Tour gehen. Aber ja, ich muss ein bisschen mehr wieder in die Haxen bewegen, weil mein Gewicht nimmt wieder zu. Ungewollt. Und ich verstehe nicht, warum. Ein bisschen mehr als sonst esse ich, das ist richtig. In letzten Wochen habe ich ein bisschen wenig auf die Menge geachtet. Aber nicht in dem Maße, wo ich sagen würde, uiuiui. Deswegen wundert mich das ja, aber na gut. Seine Jalga habe ich schon Hartmann angepriesen. Inwiefern angepriesen? Im Sinne von, wie toll das Vieh wird. Aus irgendeinem Grund werden mir nur 0 Zuschauer angezeigt. Ich liebe Twitch. Das ist so zuverlässig. Kappa. Ja, ich muss wieder ein bisschen meine Ernährung in den Griff kriegen. Das war in letzter Zeit doch zu viel Gönnung. Man muss aber auch dazu sagen, so viele Grillfeste, so viele Rollenspielrunden und ständig irgendwas zu snacken da gehabt. Da habe ich mich ein bisschen gehen lassen, ich gebe es zu. Ich bin jetzt wieder leider auf 161 Kilo, 161 oder 162 Kilo. Ich hatte nämlich heute Morgen leider vergessen, mich zu wiegen und da hatte ich schon bereits gegessen und massig getrunken. Apropos trinken, ich hätte vor dem Spaziergehen noch trinken sollen. Ich schicke ihm Screenshots von Lavados 20 Minuten später, erste Dialga, 20 Minuten nach zweite Dialga. Und ich dann nur habe ich gefragt, ob er einen Jäger haben will. Ah, okay. Puh. Ich weiß, an der Kamera sieht man das jetzt nicht so bestialisch. Aber der Höhenunterschied ist schon gegeben. Da unten ist der Bahnhof von Hausen. Und das sind schon 3-4 Meter Höhenunterschied. So jetzt. Ich hasse es hier. Immer diese Hügel. Ja, aber ich muss gestehen, es tat mir wieder ganz gut, in dem Sinne normal zu essen. Ich bewege mich immer noch dazu. Gut, die letzten paar Tage war es einfach zu warm. Oder schön kühl, dass ich es mal ausnutzen wollte und nichts tun wollte. Aber ich wollte halt ein bisschen fit weiterbleiben. Und bisher halte ich mich ganz gut.
Ich habe es auch mittlerweile endlich herausgefunden, warum zur Hölle ich nicht weiter abnehmen konnte. Sondern im Gegenteil immer mehr zugenommen habe. Mein Verdacht verhärtet sich nämlich, dass mein Cortisolspiegel ein bisschen ausgeartet ist. Also das ist einer dieser Stresshormone, die man ausschüttet. Das eine kennen wir, Adrenalin, hält ein paar Stunden. Und Cortisol einen ganzen Tacken länger und bleibt im Körper. Und wenn der Spiegel unausgeglichen ist, dann bekommt man oft Herzrasen, bekommt man oft Angstgefühle, bekommt man oft Panik, kann ganz unruhig schlafen, bearbeitet den Blutzucker auch entsprechend. Und jetzt kommen wir zum großen Plot-Twist. Sorgt dafür, dass es nicht zu Fettverbrennung kommt. Was ein scheiß Ding, oder? Da gibt es ein Stresshormon, das sagt so, ey, wir sind im Notfall, uns geht es nicht gut, wir gehen definitiv nicht an die Reserven. Weil die müssen uns am Leben halten. Deswegen ist Bewegung auch so wichtig, weil Bewegung mit einer der wenigen Sachen ist, womit man Stresspegel, also Cortisol, zum Beispiel abbauen kann im Körper. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, man möge mich korrigieren, wenn ich hier Schwachsinn erzähle, aber das ist das, was ich zumindest daraus verstanden habe. Ah, das geht wieder abwärts. Ach ja. Aber ich bleibe weiterhin am Ball. Was mir aufgefallen ist, auch in den Tagen, wo ich nicht mich viel bewegt habe, holy shit, sind meine Waden dick geworden. Also nicht dick im Sinne von, uiuiui, hat der Junge zugenommen, sondern eher im Sinne von, holy shit, sind das Muskeln. Also die letzten Wochen hat das Ding doch ganz gut zugenommen. Ja, meine Beine gewöhnen sich wieder daran, mehr in Bewegung zu sein. Immer in Bewegung bleiben. Ich mache allerdings nicht eine allzu große Runde. Bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Ich hatte nur gemerkt, eigentlich wollte ich streamen, war mit Thorsten schon im Planet Zoo. So ein kleines, nettes Aufbauspiel, wo man einen Zoo aufbaut. Und hatte gemerkt, mein Puls gefällt mir nicht. Hatte nochmal progressive Muskelentspannung gemacht, um ein bisschen runterzukommen. Geistig bin ich das auch, körperlich hatte ich immer noch, ja, ich sag es mal, einen Puls gehabt, mit dem ich nicht zufrieden war. Und dann dachte ich mir so, hey, komm, was soll's. Da machst du jetzt erst das Laufstream. Eigentlich hatte ich das für heute Abend geplant gehabt. Und danach streamst du normal. Ja, die Reihenfolge ist jetzt halt ein bisschen anders, aber was soll's.
Aber mir geht's gut. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, setze ich mich noch kurz in den Garten und trinke ein bisschen Wasser. Und dann gehe ich erst an den PC. Bei uns hatte es nach dem schönen Sturm noch mal sehr angenehm geregnet. Einmal nach dem Sturm ganz kurz und einmal dann am nächsten Tag zur Mittagszeit schön abkühlend. Die Nacht über waren es bei mir höchstens 18 Grad. Das tat so gut. Ich denke, ich kann stolz auf mich sein. In den letzten Monaten habe ich sehr viel an mir gemacht. Mir geht es auch deutlich besser als vor 4 Monaten. Da hat jedes Ziehen, jedes Zuppen mich immer total nervös gemacht. Ich hatte ständig Angst, dass ich doch noch was körperlich hätte. War mir absolut unsicher. Unsicherheit ist immer noch da, zugegeben. Aber ich bin bei weitem nicht mehr so angstbestimmt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das tut mir doch ganz gut. So, gleich erstmal nach Hause kommen. Was trinken. Und dann ganz gemütlich Planet Zoo spielen. Jetzt hatte der Cassandros, der Thorsten, hier angefangen zu spielen. Und ich fand das da so nett aus. Da habe ich mir gedacht, ey, für 11 Euro kannst du gerade wenig falsch machen. Ist ein Angebot bei MMOGA. Ist ganz nett. Ist natürlich wieder sehr DLC-lastig. Aber es macht Spaß. Wenn man Tiere mag und Tierbabys. Puh. Dieses Wochenende findet übrigens die Rollenspielrunde bei mir statt. Die Dungeons & Dragons Runde. Ich bin ja momentan in 2 drin. Einmal die D&D-Runde, wo wir den Drachen töten müssen. Halt ganz klassisch. Und einmal die Vampire-Runde, wo ich einen Freund von mir spiele. Das ist ganz witzig.
Ich hatte letztens im Übrigen wieder eine Panikattacke gehabt, wo die Hitze so groß war, wo mir ja so schwindelig war nach dem Stream, habe ich mich ins Bett gelegt. Dann habe ich gemerkt, mein Puls ist am Pochen. Und das die ganze Zeit. Und da hat ich mich daran erinnert, dass mein Lieblingstherapeut Lukas Reg gesagt hat, dass man sich selbst beruhigen kann, indem man auf etwas kaut, weil das dem Körper suggeriert, hey, ich bin am Fressen, so stressig kann die Situation gar nicht sein. Also dieses Kaugummi-Ding, ne? Ja. Und es funktioniert. Ich habe zwar kein Kaugummi gehabt, aber dafür noch Lachsnudeln, die noch nicht ganz aufgegessen waren und die über Nacht sowieso schlecht geworden wären, weil wir keinen Platz mehr im Kühlschrank hatten. Das ist auch ein Grund, weswegen ich zugenommen habe, weil ich an diesem Abend in der Nacht gegessen habe. Auch wenn es nicht viel war, aber das hat schon ausgereicht. Was mir auch aufgefallen ist, dass mein Schlaf momentan ein bisschen verkürzt ist. Momentan schlafe ich nur 4 oder 5 Stunden die Nacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die große Hitze spielt eine gute Rolle mit. Plus mein Stresslevel. So. Ich bin gleich zu Hause. Ich laufe mal ein bisschen langsamer. Dann schnappe ich mir ein Glas Wasser. Trinke noch ein bisschen. Und dann würde ich mich ja noch ein bisschen draußen hinsetzen und labern. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Guck mal, bei der Hitze war ich jetzt auch ziemlich flott wieder am Laufen. Ich muss lernen, ein bisschen langsamer zu machen.